Moin moin und herzlich willkommen. Die Gamescom ist vorbei und wir liegen alle erschöpft im Bett. Denkt ihr? Denn wir sind alle fleißig am Artikel tippen, um auch mit Sicherheit alle Nachwehen der Messe auf alle Ewigkeiten im Internet festzuhalten. Und weil wir nicht genug bekommen, schauen wir uns doch direkt die bevorstehenden Veröffentlichungen vom September an. Marvawasha Bleeds hört sich nicht nur nach einem witzigen Spiel an, es ist auch genauso verrückt. Wir steuern ein drogenabhängiges Team von Versuchskaninchen und müssen uns durch die UdSSR in einer alternativen Realität schnetzeln, während wir unseren Kämpfen immer mal wieder eine Dosierung Drogen verabreichen. Dazu ein typischer Indie-2D-Log und Koop und da ist das hoffentlich perfekte Spiel. In Jotun lauft ihr als die kürzlich verstorbene Protagonistin Tora durch eine Zwischenwelt und müsst beweisen, dass ihr es verdient habt, eure Ruhe in Valhalla zu finden. Dabei müsst ihr in Kämpfen eure Geschicklichkeit unter Beweis stellen und kleine Rätsel lösen. Am 9. September erfolgt der Relaunch auf Konsolen, ein Jahr nach der PC-Veröffentlichung. Habt ihr schon mal was von Die Zwerge gehört? Nein, wir nämlich auch nicht. Die Zwerge basiert auf dem gleichnamigen Roman, den ich auch nicht kenne, und ist ein taktisches Rollenspiel. Was ist zu tun? Nichts weiter als mal wieder die Welt zu retten. Oder zumindest unsere Heimat. Denn Überraschung, mal wieder machen Orks die Straßen unsicher. Wir sind die Hüter des geborgenen Lamm. Der September ist außerdem auch der Monat der jährlichen Veröffentlichung. Den Anfang macht Pro Evolution Soccer 2017 mit dem alljährlichen Willen, das Fußballfeld nicht ganz an die Konkurrenz abzugeben. Neu in diesem Teil sind vor allem Verbesserungen an der KI, die in PES 2017 das erste Mal aktiv lernen soll und so auf typische Aktionen des Spielers besser reagieren kann. Der nächste jährliche Release ist NBA 2K17. Wenn ihr also auch in diesem Jahr mit den aktuellen Lizenzen und Mannschaften wieder ein paar Körbe werfen wollt, wartet 2K sehnsüchtig auf euer Geld. In ReCore begleitet ihr Jewel und ihre Corebots, oder auch anders gesagt, ihre Roboterbegleiter. Auf einer beinahe komplett verlassenen Welt streift ihr durch das Science-Fiction-Setting und müsst euch gegen böse Roboter verteidigen, die nichts anderes vorhaben, als euren Arsch mal kräftig aufzureißen. Wir dachten, Destiny, das Erwachen der Eisernen Lords, hat nicht nur einen ziemlich bescheuerten Namen, sondern führt euch dazu auch noch in die einladend klingenden Pestlanden. Mit einem neuen Story-Abschnitt, vielen neuen Missionen, Quests und Events, Waffen und so weiter werden Spieler wieder an den Bildschirm geholt. PS3 und Xbox 360 Spieler sehen aber alt aus, denn das Add-on kommt nur für die aktuelle Generation. Warhammer 40k Eternal Crusade ist ein Action-MMO, in dem ihr die typischen Warhammer-Fraktionen spielen könnt und euch, ähnlich wie bei Planet Zoo 2, bis zum Spielertod aufgrund von Verdurstung um Planeten kloppt. Ob das Free-to-Play-System gepaart mit den geplanten In-Game-Käufen aufgeht, sehen wir dann beim Launch. Und jetzt bloß nicht anfangen zu sabbern. Wer sein Work and Travel ja leider verschlafen hat, kann jetzt in Forza Horizon 3 nach Australien reisen und das Work aus dem Work and Travel streichen. Viele Autos, viel Platz und viel gute Grafik schreien nach Spaß. Und was wir auf der Gamescom gesehen haben, auch. In FIFA 17 gibt es dieses Mal wirklich was Neues, nämlich einen Story-Modus. Das hat wohl niemand erwartet, dementsprechend gespannt sind auch alle, ob es letztendlich nur ein erweiterter Karrieremodus wird oder ob sie sich bei EA tatsächlich etwas Innovatives einfallen lassen haben. Ja, und das war's auch schon mit dem September 2016, also wer auf Sport steht, wird diesen Monat auf jeden Fall sein Fressen bekommen. Mit Ultimate Team bei FIFA, MyClub bei PES 2017 und MyTeam bei NBA 2K17 könnt ihr auf jeden Fall bis nächstes Jahr auch genug Zeit verbringen und Geld ausgeben. Und die Rennfahrer können solange sonnige Events in Australien veranstalten. Gut, dass man heute für Sport nicht mehr rausgehen muss.